So, und hiermit herzlich willkommen beim Tuxer. Ja, in diesem Video nur ganz kurz erklärt, wie man OpenLara hier unter Ubuntu 19.10 installiert. Und zwar benötigt ihr als erstes einmal die Originalsoftware, in meinem Fall Tomb Raider 1, Director's Cut als PC-ROM, CD1 und CD2 und dann natürlich noch ein Laufwerk. In meinem Fall, was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich eine Ubuntu. In meinem Fall habe ich eine Ubuntu 19.10. Kurz mal Infos zum System: Intel i5 und eine Nvidia-Grafikkarte GeForce GT 750M mit 8 GB Arbeitsspeicher. Dann brauchen wir noch ein paar zusätzliche Pakete. Da brauchen wir Weine, Weine Tricks und Kuto Weine. Pleon Linux ist nicht zwingend erforderlich. Dann benötigen wir noch DOSBox Emulator. Das sieht dann im Endeffekt so aus. Und dann kann man hergehen und sich die Daten von der CD-ROM einfach hier aufs Laufwerk überspielen, so wie ich es gemacht habe, 1:1. Und dann kommt noch hinzu ein Zusatzpaket, OpenLara.exe. Gut, wir gehen in die Suchmaschine einfach mal ein, OpenLara. Dann nehmen wir die xproper.info. Hier kann man 2 Demo-Levels im Online-Browser spielen. Das wollen wir aber nicht, wir wollen das ganze Spiel spielen. Wir rufen die Seite auf github.com/xproper/openlara/release und suchen uns dann OpenLara Win raus. Die laden wir dann runter. Das können wir mal kurz machen. Ruckzuck. Schließen den Browser wieder. Gehen in unseren Dateibrowser. Entpacken das. Rechte Maustaste hier entpacken. Na, geh auf. Und schon hätten wir die OpenLara.exe. Die kopieren wir uns ja in das Installationsverzeichnis von Tomb Raider rein. Bei mir in dem Fall persönliche Ordner Tomb 1 habe ich es genannt. Und hier wäre dann unsere OpenLara. Ja, was müssen wir jetzt noch machen? Jetzt müssen wir eigentlich nur noch einen Rechtsklick machen. Ich schieße das mal eben. Das Wein schließe ich auch mal eben. Ja, dann ein Rechtsklick und dann mit Q4 Weine öffnen. Ja, dann dauert es einen kleinen Augenblick. Dann geht nur ein Fensterchen auf. Das können wir jetzt alles so lassen, wie es hier ist. Bestätigen jetzt mit OK. Ja, und schon läuft es. Dann drücken wir noch einmal Alt-Enter. Und dann können wir entweder per Tastatur oder in meinem Fall mit dem Joystick können wir hier dementsprechend Tomb Raider spielen. Ich gehe mal jetzt zu meiner aktuellen Position. Ja, und kann dementsprechend hier so tun, was so eine Lara Croft halt eben macht. Und uns vor allen Dingen erst Linie freuen. Juhu! Halt Enter, bekommen wir wieder diese normale Ansicht hier. Ja, und ich habe zum Beispiel von meiner PlayStation 4 ja, den Controller genommen mit USB-Kabel direkt in den Laptop rein. Der wurde auch sofort erkannt. Ich brauchte nichts installieren, keine Treiber oder ähnliches. Ich konnte sofort loslegen und zocken. Ja, ich hoffe mal, ich konnte euch ein wenig dabei helfen und ihr habt genauso viel Spaß wie ich mit Tomb Raider.